über das Ganze, was deinem Buch steht, haben wir noch nie geredet. In keinem Interview. Deswegen, das ist alles hot new shit. Quite exclusive. Yes. Wir haben im Prinzip so die 7 Jahre gewählt. Das ist so als so ein Jahrzehnt sozusagen, was uns eben wichtig war. Und das Fundament ist von dem, was wir jetzt haben, miteinander. Also es ist ja in dem Sinne keine Biografie, sondern es ist ein Kaleidoskop des Rückblicks von aus einer anderen Zeit. Es war ein riesen Gehirnwust, der so auf dem Tisch lag. An was erinnert sich der eine und an was erinnert sich der andere und was war dem einen wichtig. Und deswegen ist das schon auch spannend für den anderen immer zu lesen. Das ist ja so geschrieben quasi mal Kapitel. Wir wechseln uns ab, ne? Mal übernimmt der eine und der andere, knüpft dann immer so an. Das fand ich ganz interessant. Wenn ich andere Familien mitkriege, sind wir uns alle miteinander überdurchschnittlich nahe. Aber trotzdem haben wir aus dem gemeinsamen Erlebten natürlich nochmal eine komplett different story. Ich finde, dass er sehr herzlich ist, sehr ehrlich ist. Und geil. Und ziemlich geil auch. Verlässlicher auf jeden Fall als ich, ne? Ich. Also jetzt um die Unterschiede, also sehr verlässlich. Deutlich konstanter als ich. Und ich sag mal so, als Partner für zum Beispiel für einen durchs Leben zu gehen, bestimmt die leichtere Wahl, also die bessere Wahl. Als ich, glaube ich, 10 oder 9 war und wahrscheinlich noch mit Playmobil gespielt habe, hast du, glaube ich, schon auf dem 80er-Bock gesessen und bist durch die Welt geknattert. Also das ist einfach, es gibt halt so diese Zeitspanne, wo man einfach als noch Kind ist und der andere eben schon jugendlich. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ja? So großartig meine Schwester und unser anderer Bruder ist, so unterschiedlich sind aber unsere Leben, sie sind komplett anders. Mein älterer Bruder und ich, wir sind dann nur 16 Monate auseinander. Wir hatten halt in der frühen Kindheit so viel Nähe, ne, weil einfach Spielgefährte und so. Und tatsächlich hat man mit den anderen eben auch nicht diese Erlebnisse gehabt. Man hat mit keinem die große Reise unternommen oder hat sich irgendwie an der Schwelle zum Untergang bewegt, sondern eben nur wir. Wir versuchen ja diese sagen wir, hypothetische Ebene, die wir jetzt gerade so ein bisschen beschreiben, weil wir es so allgemein halten, eben mit zu bebildern, ne? In Situationen, wo uns eben dieser Rauschmoment begegnet ist. Ne? Deswegen Rausch kann auch sein, einfach nur diese totalen freien Möglichkeiten, dass alles vor dir liegt und alles ist möglich. Das kann der Rausch sein, den ich empfinde, wenn ich Vater werde. Das kann der Alkoholrausch sein, der Drogenrausch sein, das kann der Adrenalinrausch sein, wie wenn du aus der Bundeswehrzeit aus dem Flugzeug springst als Fallschirmjäger oder was auch immer. Also ich glaube, das Rausch ist sowas Individuelles, aber vor allen Dingen etwas ganz Instinktives in sich. Die tatsächlichen Momente, wo wir wirklich frei sind, die hoffe ich, dass wir die beim Leser auch antriggern können. Ne? Wo hat der Leser die gehabt? Hat er die schon mal gehabt? Freiheit ist eben, das zu machen, was sich für mich richtig anfühlt. Dank meines Bruders habe ich das, glaube ich, entdeckt für mich, dass es total wichtig ist, immer aus der Komfortzone zu gehen. Weil nun man dann hat man etwas erreicht, mit dem man sich, was ein Teil von sich ist, ja? was die DNA von einem hat sozusagen. Weil wenn man alles immer nur für gut befindet und schluckt und befolgt, ohne etwas zu hinterfragen, ist das einfach auch fucking langweilig. Das kann ich auch nur allen nochmal empfehlen, das wird auch hoffentlich das Buch anregen, dass man sich ins Erleben stürzen muss. Ne? Wenn man nichts erlebt, dann gibt es nichts, nicht nur nichts zu berichten, sondern es gibt auch nichts zu mitnehmen.